Morgen, moin moin und natürlich ganz herzlich willkommen zurück im Frühcafé hier bei Hamburg 1. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich über Besuch. Daniela, Carsten und Felix sind da. Hallo in die Runde. Moin. Hallo. Moin. Ja, ihr seid, ihr macht Hamburg 040, eine Serie bei YouTube und ihr habt schon ordentlich viele Folgen produziert. Vielleicht einmal so in Kurzform, Carsten. Was ist eigentlich Hamburg 040? Wie seid ihr drauf gekommen? Also drauf gekommen ist der Felix, das ist der Initiator der ganzen Sache. Und Hamburg 040 spielt eigentlich so das normale Leben wieder, was halt so alles passieren kann. Ist im Scripted Reality Format und ist halt so dieses klassische Spiel Gut gegen Böse, verlieb dich nicht oder hintergeh denjenigen und so weiter und so fort. Und das zeigt eigentlich die normalen Alltagssituationen und auch krassere Sachen. Wir haben ein Kartell mit dabei, wir haben Underground-Kämpfe, also quasi für jeden Geschmack wird da was gezeigt. Mhm. Daniela, wie bist du zum Beispiel dazu gekommen? Ja, das war ganz Casting, lustig. Oder? Nee, also ich wurde tatsächlich auf Instagram angeschrieben. Okay. Ich habe ein ganz tolles Bild von Hamburg gepostet und da hat man mich dann angeschrieben und hat mich dann zum Casting eingeladen und bin dann da gleich hin. Felix, du spielst Basti. Wir haben gerade schon gehört, du bist so irgendwie der Initiator dahinter. Mhm. Du hast ja auch für bekannte Sender schon in Scripted Reality-Formaten mitgespielt, darf man ruhig sagen, RTL 2. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich so der Wunsch gewachsen, was Eigenes zu machen, denn für Hamburg gab es sowas ja noch nicht. Genau, das war so der Hintergedanke. Hamburg hat nicht so eine Serie, Hamburg hat relativ wenig, wenn man sich das so anschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich guck mal, wie wir das auf die Beine stellen können. Und habe dann über Social Media die ersten Leute irgendwie entdeckt und Kontakt aufgenommen. Und Carsten war dann einer der ersten, mit denen ich dann irgendwie mal gesprochen habe. Und dann haben wir einfach mal losgelegt. Jetzt sind es irgendwie 42 Folgen. Gehört zu unserem allem täglichen Brot schon irgendwie mit dazu, diese Serie. Und so hat sich das alles entstanden, genau. Also ihr habt ja alle eine Rolle, die ihr spielt. Ich habe es eben gesagt, du bist Basti, Carsten, du bist Leon und Daniela, du bist Sarita. Also das sind schon fiktive Rollen. Ihr spielt also nicht euch selber. Und Themen, hast du gesagt, Carsten, ja so aus dem Alltag, aber auch irgendwie so aus der Crime-Szene von bis, was in so einer Großstadt wie Hamburg eben los ist, ne? Richtig. Wir versuchen halt, alle Seiten zu zeigen. Wir werden jetzt demnächst auch viel außerhalb drehen. Natürlich die schönen Locations, die man so in Hamburg hat. Wir suchen natürlich auch ständig Locations. Der Scout ist immer unterwegs und guckt, dass wir halt neue Drehorte finden. Wir wollen schon, dass die Leute das alles so ein bisschen wiedererkennen. Und natürlich wollen wir beide Seiten von Hamburg zeigen. Ne? So ein bisschen das raue Leben, aber auch das süße Leben so ein bisschen. Mhm. Das versuchen wir immer so ein bisschen zu verbinden. Seid ihr eigentlich alle Hamburger, gebürtige Hamburger? Ja. 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 Das macht es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher und authentischer, ne? Ich denke auch, vor allen Dingen auch, ich sage mal, in der Sprache hört man das so viel. Mhm. Ich habe natürlich durch mein Vorlieben, durch meinen Sport, habe ich viele Freunde auch im Ausland oder auch viele Freunde, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich. Und die sagen ja immer, Mensch, Leute, das ist so geil, ihr habt da so einen Hamburger Slang drauf und wir mögen das so gerne hören und das passt richtig dazu. Und natürlich nehmen wir auch Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht hier gebürtig sind oder die vielleicht aus einer anderen Stadt kommen und sagen, haben wir tatsächlich auch Bewerbungen aus anderen Städten gehabt. Mhm. Nur da müssen wir auch immer dazu sagen, die Anreise ist natürlich teilweise weit. Und dafür dann jede Woche zu kommen, ist schon krass. Aber einige würden das auf sich nehmen, um in dem Format mitzuspielen. Felix, ist denn das ganz klare Vorbild irgendwie Berlin Tag und Nacht? So ein Kölner Format gibt es auch? Oder nehmt ihr hier und da so ein paar Einflüsse und macht eigentlich ein eigenes Ding? Das ist schon unser eigenes Ding. Ja. Also Hamburg 040 ist natürlich auch gescriptet, wie die besagten anderen Formate auch. Und natürlich kann der Zuschauer eine gewisse Ähnlichkeit sehen. Aber wir sondern uns dann schon ab, weil die Themen sind schon ein bisschen anders. Gerade jetzt mit, wie Carsten sagt, die Underground Fights und das Kartell und alles, was dazugehört, sieht man in solchen Formaten eigentlich eher nicht. Und wir versuchen uns da auch so ein bisschen abzusondern, weil wir wollen ja keine Kopie sein, sondern unser eigenes Ding da machen auf jeden Fall. Lass uns doch mal ein bisschen was anschauen. Ihr habt mir ja einen Trailer zukommen lassen oder einen Auszug aus ein paar Folgen, die bei YouTube online sind. Hamburg 040 können Sie ja parallel auch noch mal nachschauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Los, steh auf, du bist ein Pick, steh auf! Los! Du möchtest immer nur, dass es nach deinem Willen geht. Was ich will, ist dir egal. Bei den anderen Kindern kannst du das machen, bei mir nicht. Ciao. Sie will die ganze Kohle von uns haben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Boris! Boris! Lass ab! Boah, hast du gesoffen? Was? Oh, das riecht ja wie in der Kneipe. Jetzt hier, sag mir mal den 7. Buchstaben aus dem Alphabet.
geh? Ja, da ist die Tür. Ja, aber ihr geht noch nicht, ihr seid noch ein bisschen hier. Meine Gäste heute, es freut mich besonders. Jetzt haben wir ja so die verschiedensten Szenen aus unterschiedlichen Lebenslagen gesehen. Daniela, wer schreibt denn eigentlich die Drehbücher? Macht ihr das alle in Kooperation? Hat da jeder so seine Ideen, die mit einfließen? Oder? Nee, da ist jemand, der das für uns schreibt. Also wir können uns ab und zu auch mal was dazu sagen und auch mal vielleicht unsere Wünsche äußern. Und das wird dann auch so angenommen und auch umgesetzt. Ja. Also da gibt es aber jemanden, der das da für uns macht. War das von Anfang an so auch die favorisierte Lösung, Felix? Oder habt ihr gedacht, also man kann wahrscheinlich nicht alles selbst machen ab irgendeinem Punkt, ne? Man kann nicht alles selbst machen. Wir machen viel, aber das sind halt so ein paar wichtige Themen wie so ein Drehbuch. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, selber zu schreiben, weil ich es nicht kann. Mhm. Und da haben wir glücklicherweise jemand im Hintergrund, der das für uns macht und der halt auch einfach Ahnung davon hat, das ist wichtig. Ne? Und es sind nicht alle ausgebildete Schauspieler, die mitspielen, also teilweise auch einfach medienerfahrene Personen, würde ich mal sagen, durch andere Formate. Genau, von ich habe noch nie vor der Kamera irgendwas gemacht, bis hin, ich habe mal Komparse irgendwo im Hintergrund mal einen Kaffee getrunken oder jemand, der richtig auf der Schauspielschule war und das gelernt hat, also da sind wir recht weit gefächert. Ja. Macht wahrscheinlich den Reiz auch aus, letztendlich sowas zu realisieren, ne? Auf jeden Fall. Also ich finde auch das toll, dass wir Leuten die Chance geben können, die das immer schon mal machen wollten, aber aufgrund vieler privater Sachen das nicht können. Entweder alleinerziehende Mütter oder durch Job oder wie auch immer. Und wir geben denen halt die Möglichkeit. Wie gesagt, unser Altersspektrum ist komplett durcheinander. Also wir haben ganz Junge dabei, wir haben Ältere dabei. Und das macht das, glaube ich, auch so ein bisschen interessant. Und man versucht natürlich, die Leute vor Ort auch so ein bisschen zu coachen. Also ich war ja auf der Schauspielschule ein Jahr und versucht dann auch, die Leute vor Ort so ein bisschen mal ranzunehmen und sagen, hey, mach das mal so und so. Wir setzen uns da hin und gucken dann und klappt eigentlich immer besser. Ne? Auch zum Beispiel Sarita hat sehr viel Talent und hat vorher, glaube ich, noch nie sowas gemacht in der Richtung. Ne? Genau. Und das merkt man dann schon halt, wenn die Leute dann vor der Kamera einfach sich da schön reinversetzen können. Denn das ist ja, wie du von schon sagtest, man wird ja ein Teil davon. Das ist wirklich so, dass ich auch mit diesem Namen schon angesprochen werde teilweise, meinem Alias-Namen. Ja. Ja. Auch bei mir im Laden direkt und da verfolgen das natürlich auch viele. Wollen natürlich auch mal was rauskitzeln, dass ich spoiler ein bisschen. Das mache ich aber nicht. Also das Gute ist, wir kriegen die Drehbücher auch nicht jetzt auf lange Sicht, sondern wir kriegen die immer spontan von Folge zu Folge, damit sowas halt auch gar nicht passieren kann. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, weil man sieht halt auch, dass die Leute wirklich voll drin sind, mit uns fühlen. Wir haben eine super Community bei YouTube, die wirklich mit den Leuten weinen und lachen und sich freuen. Das ist unglaublich. Und man hat ein Stück weit Verantwortung auch dafür. Das heißt, man muss diese Rolle vernünftig behandeln. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Selbst wenn man aussteigen möchte, kann man immer reden darüber. Redet man darüber, wie steigt man aus, etc. Das ist uns sehr, sehr wichtig natürlich. Wann kommt die nächste Folge eigentlich raus? Wir haben immer eine feste Zeit, immer dienstags 20 Uhr. Kommt immer eine neue Folge raus. Okay, muss ich bis nächste Woche warten. Ja. Aber ich kann mir die Folgen, die es jetzt schon gibt, alle anschauen. Unbedingt. Binge-watchen. Volle Kante. Genau. Dann muss man ja ganz ehrlich nochmal sagen, ist auch wichtig, sowas kostet ja auch Geld. Ihr macht das ja natürlich alles irgendwo auch in eurer Freizeit, weil es Spaß macht. Aber es muss natürlich auch ein Stück weit refinanziert werden. Also ihr kooperiert da mit so ein paar Sponsoren. Ihr seid auch auf der Suche und offen für Sponsoren, die da vielleicht mal ins Boot kommen würden. Ne? Also wer da eine Idee hat, kann sich gern melden. Und ansonsten, wenn jetzt die Zuschauer richtig Bock haben, selbst mal mitzumachen, kann man sich casten lassen? Kann man Kontakt aufnehmen zu euch? Ja, kann man am besten über unsere Instagram-Seite Nudomedia. Da einfach eine kurze Nachricht hinterlassen. Wir machen regelmäßig Castings. Jetzt am Samstag ist das nächste Casting. Dann wird man einfach dazu eingeladen. Genau. Cool. Vielleicht braucht ihr ja eines Tages mal eine Szene fiktiv in einem Talkshow-Studio. Da hätte ich Kontakte. Im Mauerverführer. Dann können wir da was machen. Wir kommen darauf zurück. Genau. Dann danke ich euch erstmal für den Besuch im Studio. Viel Erfolg und viel Spaß weiterhin mit Hamburg 040. Und Sie schauen am besten mal rein bei YouTube, liebe Zuschauer. Wir machen kurz weiter mit einer ganz kurzen Werbepause, melden uns natürlich gleich zurück hier im Frühcafé. Bleiben Sie gern bei uns. Bis gleich.